Gib mir ein Lager. Ich möchte gerne das mit der Karte machen. Aber das fand ich sehr geil gerade, dieses Zusammenspiel mit Roth und mir da, das war schon cool. Wo ich gerade so denke, die ganzen schönen Sachen, die mir abhandengekommen sind, die ich von den Kerlen noch hätte einsammeln können, aber naja, mein gut, der Großteil ist eh runtergefallen. Und das hier erinnert ziemlich an den Anfang, da gab es ja auch so eine ähnliche Szene. Wie das Feuer unter der Decke so herlodert und alles. Ah, schön. Gut, dass die alten Holzbalken so wasserdurchzogen sind. Das ist kein Unterschied noch. Oh, wo kommen wir? Ach, ich glaube, ich weiß, wo wir hinkommen. Oh, oh. Haha, das wird gut. Die gefangene Crew der Endurance, jo. Da ist der Hauptweg, okay, das wollte ich mal kurz wissen. Da ist ein Tageslager. Ach, wir sind jetzt hinter der Höhle quasi, wo wir schon drin waren. Was, Brackenstadt 100% stand da gerade? Geil, da muss ich nie wieder hin. Cool. Irgendwie ist die Kamera gerade sehr nah an ihr dran, kann das sein? Oder liegt das daran, dass ich hier in der Höhle bin? Ich weiß es nicht. Kreatur der Welt wird von Natur aus kämpfen, wenn sie ihr Überleben gefährdet sieht. Glaub also nicht, ich verstünde dich nicht, aber ich mache das schon länger. Macht euch bereit, Brüder! Unsere Königin wird gleich zu uns sprechen! Sieh mich nur an, okay? Sie ist die eine! Schon bald, meine Brüder! Bald sind wir frei! Bringt sie in den Thronsaal! Dein Kampf ist vorbei! Oh!
Jetzt lenke ich wieder. Fuck. Alter. Sehr geil, gerade wie das läuft. Also, davon, dass die Story hier geil gemacht ist. Nicht das, was gerade passiert. Nicht falsch verstehen. Ich habe gar keine Pfeile, ne? Scheiße. Oh. Geothermale Kavernen. Ah, ja, ja, ich weiß noch, mit dem Gas, ja, ja. Ich erinnere mich, wow, Blutfluss. Alter. So viele Leute können doch gar nicht auf dieser Insel gewesen sein, dass da so viel Blut und so viel Skelette und bla drin vorkommen. Du kommst mir wie gelegen. Dankeschön. 4 Pfeile, na gut. Habe ich denn noch mein Feuerzeug? Ja. Ich gehe lieber noch mal ein bisschen zurück. Sehr geil. Oh. Wahnsinn beherrscht diesen Ort. Matthias glaubt, dass Himikos Geist uns hier festhält. Es ist unmöglich. Es ist unmöglich. Aber er ist so irre, dass er vielleicht schon fast wieder zurechnungsfähig ist. Der Helikopter bringt uns hier nicht weg. Du weißt das, Lara. Tief in dir drin. Ich muss die anderen warnen. Wenn wir an Bord gehen, sind wir tot. Naja, wir haben zumindest gerade Ansatzpunkte dafür gesehen, dass er schon irgendwo recht haben könnte. Ich meine, da wurde das Feuer entfacht und so. Sollte getestet werden, ob sie wirklich die Reinkarnation quasi von Himiko ist, die ihre Seele, also sagen wir mal, Sam ist quasi das Gefäß für die Seele von Himiko. Und es sollte ja gerade getestet werden, ob sie es wirklich ist. Und es kam ja dieses Feedback, es gab dieser Windstoß, dieser Orkan. Und ich meine, das war jetzt kein Zufall, Lara, ne? Bei allem Verständnis, was ich für deine Position habe, aber ja. So, wo war das jetzt mit der Karte? Da. Rüstungsdingens, bla. Das bringt mir nicht viel. Jeder neue Bruder bekommt eine Arbeit, eine Aufgabe bei den Solari. Solange Matthias seine spirituelle Verbindung zur Sonnenkönigin unter Beweis stellt, werden sie ihm gehorchen und glauben. Die Initiation in die Bruderschaft ist brutal. Wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Neue Rekruten werden in die Tiefen der Höhlen geworfen, wo sie dann tagelang, manchmal wochenlang hungern und ums Überleben kämpfen. Wer lebend wieder herauskommt, wird mit offenen Armen aufgenommen. Ich weiß nicht, mit was für einer Macht Matthias Verbindung hat, und es interessiert mich auch nicht mehr. Wir kommen nie wieder von dieser verdammten Insel runter. An manchen Tagen bin ich überzeugt, dass wir bereits in der Hölle sind. Gott weiß, dass das angesichts unserer Taten vielleicht sogar stimmt. Mhm. Gut geschriebener Text, finde ich. Vor allem, wir müssen ihre Menschlichkeit ausradieren, damit sie unmenschlich handeln können. Ist ein interessanter Satz. Und er bringt es eigentlich ziemlich auf den Punkt, und viel mehr muss man eigentlich gar nicht mehr sagen. Ich hätte auch schon früher da durchgehen können, durch das Gas wahrscheinlich eben. Ich habe einen Fall also quasi vergeudet, aber naja, gut. Für 100 irgendwas kriege ich aber nichts beim Bergungsgut, oder? Also, mal gucken. Nee, vor allem, ist ja sowieso blödsinnig, weil ich habe ja meine beiden Waffen gerade gar nicht mehr. Ich hoffe, ich kriege die so wieder, wie die waren.
ohne irgendeinen Kratzer oder sowas. Wow. Muss gerade irgendwie so ein bisschen an Shadow Man denken. Da habe ich ja so einen letzten Test zu gemacht. Ein sehr geiles Spiel für die PlayStation 1 unter anderem. Kam auch noch für zwei, drei andere Konsolen raus. Und es war das beste Spiel von Acclaim damals. Zumindest das erfolgreichste von den Kritiken her und so. Nicht allzu bekannt, aber durchaus super. Und da kommt eventuell auch mal irgendwann was von mir. Ist aber nicht so einfach, das Spiel. Das für jemanden, der sich damit nicht auskennt. Es gibt keine Karte und so weiter. Wer aber mehr dazu wissen möchte, ohne dass ich dazu jetzt weiter viel erzähle, der soll sich mein Let's Test zu Shadow Man angucken. Wartet, wartet! Was soll ich denn tun? Bitte! Nicht zu viel zappen. Und auf einen raschen Tod hoffen. Oh Gott. Nein. Das ist schrecklich. Fuck. Was ist das denn? Was sind das denn für Viecher nochmal? Wow. Ich hätte jetzt ganz gerne eine Gaswolke. Scheiße. So, sie schleicht gerade automatisch so ein bisschen. Ich muss irgendwie an denen vorbeikommen, glaube ich. Shit. Oh, das wird nicht einfach. Was? Okay. Schatzkarte. Alles da unten. Bis wo die hingelaufen sind, aber ich habe glaube ich schon den Großteil von denen, die jetzt gerade da waren, erledigt. Oder ist hier noch irgendwer? Ach, damit hätte ich sie ablenken können wahrscheinlich, ja. Schon ein bisschen creepy gerade hier. Vor allem mit diesen Stimmen im Hintergrund, die man so hört. Und Schritte einzeln. Scheiße. Hallo? Wenn ich mehr Pfeile hätte, würde ich den gerne erlösen, aber ich habe nicht so viel. Frau so zart, ja. Aber nicht zum Reinbeißen. Manche sind zum Reinbeißen schön, aber... etwas angespannt. Sie findet ihn nicht, er versteckt sich, er versteckt sich. Hast du gut zusammengefasst, mein Lieber. Fuck, ist das krank, ey. Wetten, dass der genau unter mir ist und wenn ich jetzt hier runter gehe. Komm.
Nee, doch nicht. Wow. Kann ich natürlich auch nicht. Wo war der denn? Der saß hier oben irgendwo drin, ne? So. Ich mach mal kurz wieder eine kleine Unterbrechungspause und dann sehen wir uns in ein paar Minuten weiter. Zumindest ich mich selbst hier beim Aufnehmen. Zum vierten und letzten Zwischenteil der heutigen Session. Am 11.12.2014. Und ja, ich finde das gerade hier sehr spannend. Und es könnte sein, dass ich demnächst halt ein bisschen stiller bin für ein paar Augenblicke, weil ja, es ist schon nicht ohne. Also, jetzt nicht im Sinne von hyper, mega, super gruselig, aber es ist halt eine Anspannung da. Und das finde ich cool und die möchte ich auch genießen. Und wenn ich dann nur drüber labern würde, ist, glaube ich, nicht so sinnvoll. Also, macht's gut, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal.